Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Hardcore von mir, dem DeepHunterLP. Und was ist in der letzten Folge los gewesen? Das war ja das knappeste ever. Also schaut euch die Folge an, die war echt spektakulär. Also nicht komplett, aber es war etwas sehr, sehr Cooles drin. Und da, sie funktioniert. Also in der letzten Folge könnt ihr sehen, wie wir sie fertig gebaut haben. Nämlich im kreativen Modus, weil wir kreativ sind. Ja, sie sind tot. So, das Eisen, so heben wir uns auf. Auf jeden Fall war das sehr, sehr knapp. Ich habe gedacht, wir haben verloren und das war's. Ja, alles nur, weil ich hier im Creative Mode gebaut hatte. Aber die lieben Kühe haben mir den Arsch gerettet, so wie sie es gehört. Ja, bevor ich hier falle, ja. Nee, Moment mal. Zu viele Sticks mache ich nicht. So. Manchmal das da für Sticks. War das nicht so? Ja. So, die funktioniert auf jeden Fall ganz gut, sehe ich gerade. Höre ich gerade auch. So, wir brauchen mehr Zäune. Dann Zauntor. Wie mache ich hier ein Zauntor? Machen wir das so? Jawohl. Wir machen zwei. Rein theoretisch kann man eine fette Kuhfarm aufbauen, indem man die nur nebeneinander baut. Da hinten sind noch mehr Kühe, okay. Dann tragen wir hier eine kleine Agrarfläche ab. Also erstmal nur für Kühe und das war's dann auch. Wegen der Milch, ja. Alles die Milch daran schuld. Also nein, also jedenfalls Kühe, extrem wichtig, Leute. Also sowas, dafür solltet ihr sorgen, dass ihr sowas habt. Vor allem hier in diesen Versionen. Das kann euer Leben um Leben und Tod entscheiden, wie bei mir. Jetzt seht ihr, warum ich schon einmal Milch habe. Aufgrund von Gift, Leute. Das ist so brutal. Ich glaube sogar, jede Spinne ist eine Giftspinne. Und sollte das der Fall sein, ist mal TOD, wenn uns so eine Spinne eine mitgibt, ja. Das heißt, er gibt dir eine Faust und du liegst da vergiftet auf dem Boden, ja. Warum? Weil eigentlich ist ja, glaube ich, sogar ein Spinnenbiss giftig. Tötet dich nicht unbedingt, aber giftig. So, und da die Farm jetzt auch funktioniert, können wir auch bald unsere eigene Scheiße nämlich bauen, nämlich komplett Eisen, Festungen, Golems vor allem, in unsere Hut. Und ich glaube, ich werde auf dem Berg da bauen, weil das echt cool aussieht eigentlich, immer auf einem Berg so ein Haus. Und dann fangen wir dann mit an. Der Berg ist zwar nicht der größte, leider, aber, so wie in unserer alten Welt, der war, ich fand den so schön. Da konnte man so schön bauen. Glücklich sein. What the fuck, hat ich gerade ein FPS im Busch? Ja, wir haben F. Optfine, ne? Wir brauchen knapp 60 Megabyte. 60% Memory Platz auf dieser Welt. Aus irgendeinem Grund. Also, entweder das ist so, das heißt, irgendwo auf der Welt dann irgendwas abspackt oder sowas. Was mir auch auffällt, wir haben noch keine Hasen. Entweder ich habe die früher alle getötet. aus irgendeinem Grund. Oder die existieren nicht mehr. Weil sie mich nicht lieb haben. So, Zauntore, wie werden wir die aufbauen? Okay, wir werden die aufbauen. Einen dahin und dann, ja. Schön, schön. So, fangen wir an. So, so. Ja, wunderschön, Gras, ich hasse dich. Wer hat dich nur erfunden in Minecraft? Das könnte man mal rauspatchen, ja? Gras. Das ist dieses, nee, Leute, das ist nicht das ist die grobe Erde, oder? Nee. Ich weiß nicht, was wie man die craftet. Moment mal, ich guck mal nach Kies. Wenn wir das finden, dann werde ich es herausfinden. Und zwar gibt es hier eine wunderschöne Erde. Ja, dann seht ihr auch mal, wie man das craftet. Aber zu diesen Blöcken möchte ich noch so ein kleines Tutorial mal. Und ich sehe es schon kommen, Leute. Wir werden gegen Blazes kämpfen müssen später. Ja, das dann wird so brutal auf Überleben ausgelegt sein. Auf die totalen Kriege und totales Bekämpfen, also auf das, was eigentlich niemand so bisher mag, haben wir dein Kies hier oben. Ja, das ist unser Village und die Mob-Farm funktioniert einwandfrei. Das ist mein Lebensretter, die Mob-Farm, die Eisenfarm. Damit können wir früh sterben, nein, können wir nicht, aber wir haben damit Golems en masse, auf jeden Fall, also hier zum freien Bauen. Und zwar unbegrenzt, glaube ich sogar, wenn wir die weit genug wegbauen. Also mit einem Village haben die anscheinend nur eine bestimmte Spawn Rate.
Aber so, als man ein bisschen wegläuft, eingemauert ist, ist ja alles okay. So, mal gucken, wo wir die dann auch platzieren. Also an strategisch guten Punkten, so ein bisschen weiter weg von dem Village. Dass sie dann einfach alles absichern, dann wären Kätzchen schlecht. Und so, und dann, naja, werden wir uns so eine kleine Golem-Armee bauen. Ein bisschen weiter weg, hier in dem Village vielleicht noch ein paar platzieren. Mal gucken. Und so, dann trennen wir hier wieder zurück. So, was mein Plan war, war eigentlich Wasser herauszufinden. Ja, ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube es nur. Ich bin mir aber nicht sicher. Und da ist ein Apfel, die sind natürlich auch lebensrettend. Und später natürlich die Heiltränke. Also dafür müssen wir auch noch gegen Blazes kämpfen. Oh Gott. Nur der Gedanke daran, dass ich gegen so etwas mal kämpfen muss, ist schlimm. Okay, wir haben mal ein Kies in die Mitte. Das ist jetzt hier eine Experimental-Folge. Nein. So. Machen wir so. So. Ja, herausgefunden. Ich bin ein Skiller. So, dann laufen wir jetzt weiter. Wir bauen den Stall da fertig. Jetzt muss ich die Blöcke zählen. Ich will es recht mittig haben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ah. Das haben wir mal komplett kaputt. Wir werden es natürlich noch Farmen aufbauen. Hier um die Mobfarm herum und so. So wie sich's gehört. Ne? So. Okay, jetzt brauchen wir natürlich viel Erde. Bestimmt, zum Auffüllen hier. Wir haben direkt da. Zack, zack. Naja, nicht ganz. Okay. Was werden hier ausreichen, Leute? So, würde ich sagen, bis hierhin. Sollte ein Gehege sein. So, dann haben wir da noch 20 Zäune. Das sind, glaube ich, zu viele mittlerweile von mir. Ja gut, die kann man ja für was anderes benutzen. Keine Ahnung, Hasen oder so. Sollten wir mal welche finden. Grobe Erde werden wir bestimmt benutzen. Also für bestimmte Sachen. Für ganz bestimmte Sachen. So, damit leere ich jetzt mein komplettes Inventory bis auf das Schwert und die Milch. Und das Essen logischerweise. Aber ich glaube, ich gehe vorher noch ein bisschen pennen, oder? Wir craften uns noch ein paar Truhen. Erstmal so drüber platzieren, dann schlafen gehen auf jeden Fall. Bevor es nach. Komm, holen wir uns noch eine Ladung ab. Und wir sollten jetzt aufpassen mit Hexen und sowas und Spinnen und Monstern an sich und Creepern vor allem, weil die, wenn die meine Konstruktion da zerstören. Da bin ich Theorie und ich werde jetzt im Village einfach alle töten und dann, glaube ich, mal gucken, ob das so stark beeinträchtigt wird. Ich weiß es ja nicht. Ich vermute mal nein, weil das bestimmt mehr als 100 Blöcke sind und, naja. Man weiß es nicht. So, den Zaubertisch holen wir noch mit und ich habe vergessen, natürlich mein Inventar leer zu räumen. Ja, so schlau wie wir sind, haben wir es vergessen, ne? Also holen wir erstmal so die wichtigen Sachen. Die ich am liebsten dort hätte. Erstmal. So, hier können auch von mir aus Monster spawnen. Bis sie sterben, ja. Also alle hier. Das ist mir gleichgültig, weil die Villager hier. Alter, wie das leckt. Leute! So, mein Schwert nehmen wir mit. Die Spitzhacke nehmen wir mit. Das Essen größtenteils. Die Pumpkins auf jeden Fall. Dann die Bücherregale, die Hose, das Eisen, die Waffen. So. Das ganz Wichtige. Haben wir jetzt dabei? Ja. 3, 4. So, sollte uns ein Monster zu nahe kommen, vor allem was sehr stark ist. Mit Sprungattacke könnte man, glaube ich, schon Spinnen töten mit der Waffe hier. Ich bin mir nicht sicher, wir brauchen Nemesis der Gliederfüßer 4, um genug Schaden zu machen. Alter, nein! What's that? Stimmt ja! Oh Gott! Nein! Das habe ich ja voll vergessen, mein Haus muss da weg. Oh Gott! Nein, der hat mich getroffen!
Haben wir einen Bogen? Nein. Oh Gott. Das war die Horrornacht on the live. Aber wir kämpfen für das Wohle der Menschheit. Gegen die Monsters. Wenn ich Iron Monster Hunter. Boah, komm, stirb. Ich hätte mir da mal. Ich glaube, so ein Skelett hat auch nicht so viele Leben, ne? Kann das sein? Der hat eine Karotte fallen lassen. Zack, 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 zack. Boah, Creeper sind gay. Bam, 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 bam. Du hast einen Bogen getroffen. Kann ich leider nichts mit anfangen, erstmal. Alter, komm, leck mir doch die. Wir wollen noch nicht sterben und wir werden uns verteidigen. Oh. Ich will nicht sterben, Leute, mir kommen langsam die Tränen. Ich habe Angst, mein Leben zu verlieren. Bei der waghalsigen Aktion, mein Land zu verteidigen. Geboren, um zu leben. Das dürfen wir nicht aufgeben, ne? Zum Glück haben wir Rückstoß auf der Waffe hier, du behinderter Creeper. Jetzt auf jeden Fall pennen gehen, erstmal überleben. Da hinten ist die Spinne. Und ich will nicht vergiftet werden, weißt du? Weißt du? Also davon werde ich später ein bisschen ganz Inventory voll haben. Einfach nur mit der Kacke da, weil ich überleben will, ja? So, legen wir erstmal alles ab, was so unwichtig ist. Also nicht unwichtig, aber wichtig ist. Zum Surviven erstmal so. Da brennt ein Skeleton. Okay, wir holen noch den Bogen mit. Weil ich aber gar keine Fehlen habe. Und der Bogen ist eh so halb am Arsch. Sag mir, du hast einen Bogen getroffen, nur weil du gestorben bist. Da Hund. Boah, wenn der explodiert, ey. Boah, der hat mir gar keinen Schaden gemacht. Unglaublich, ne? Jetzt haben wir hier so ein fettes Creeper-Loch. Aber ich sage dazu nur, mir egal. Wie viele Strings haben wir? 2, okay. Vergiftest du mich? Nee, okay. Also nicht alle vergiften. Die vergiftet. Nee, auch nicht. Was, what's going on? What? Warum vergiften die mich auf einmal nicht? Ich bin so von Hardware gewohnt, dass die Spinnen alle Giftspinnen sind. Oder ist das nur auf schwer so? Oder gab es das nie? Also ich glaube schon. Naja, kann man nicht ändern. Und natürlich hoffe ich immer wieder ein bisschen mit der Musik hier im Hintergrund, dass ich keine Strikes kriege. Und wenn ich 3 habe, ist ja mein Kanal zu. Ja, aufgrund von Musik, ja. Wobei ich ja nichts Schlimmes mit der Musik mache, außer die im Hintergrund laufen. Das finde ich echt gay. Das sollten die mal patchen, dass man sowas mal darf, ja. Sondern wir waren jetzt nicht einmal zurück dort, ja. So. Ohne Witz, ich darf nicht vergessen, hier auszuleuchten, weil... Das kann mein Ende bedeuten und ich brauche Katzen. Also Erkundungstouren wird es geben, Leute. Die dürft ihr niemals vermissen. Ich werde mir noch Boote bauen, übers Meer fahren, dort auf die Eier kriegen und dann ist ja alles okay. Und ich will hier nicht sterben. Das ist das Schlimmste, woran ich eigentlich denken kann. Und ich will Hasen finden und die töten und die züchten. Es gibt ja diese automatischen Farmen, womit man die auch gleich brennen lässt, ne? Ja, das gibt es. Aber das brauchen wir ja gerade nicht. Ich will hier nur ein bisschen survieren und mal die ganzen Truhen hier leer machen, weil ich bin ja so kurz vorm Notch-Apfel. So, alles Unnötige lasse ich hier, die Diamanten auch jetzt schon vor mitnehmen können. Was brauche ich denn nicht? Erstmal Hirne brauche ich nicht. Hier kann ich eigentlich hier lassen. Ros, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Pilze brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich aber, das brauche ich aber. Obsidian nicht unbedingt, Kies braucht man nicht, aber den Akazia-Setzling hätte ich auch noch gern mit. Und genug Platz für den, da habe ich auch noch. Leicht beschädigt am Boss. So. Hellgrau Wolle, was braucht man denn hiervon nicht? Mal den Feuerstein brauche ich nicht. 10 Glas noch mitnehmen und dann geht's ab, weg von hier. So. Ich hoffe, die Musik ist leise genug, weil ich habe jetzt genau dieselbe Musik, ja, wie so ein anderer YouTuber im Hintergrund laufen. Der hat nur 5 Abonnenten zu der Zeit, ja. Solltest du das sehen, okay? Solltet ihr jetzt dieses Lied, ja, gesperrt werden, ich hau Game aufs Maul, ey.
Das kotzt mich nämlich übelst an. Und YouTube. Dann war es das für heute, ja? Dann war es für die Let's Plays. Auf jeden Fall. Nein, war Spaß. Natürlich, wenn wir weitermachen. So. Weil ich glaube selber nicht, dass alles auf YouTube legal ist. Also bisher. Es ist zwar eine legale Sache. Außer Frage. Habe ich dir gesagt, dass es illegal ist, glaube ich. Nö. Nicht, dass ich wüsste, dass ich jemals gemeint hätte, YouTube wäre so eine illegale Sache, ne? Habe ich noch nie erwähnt. Fuß, nein. Also habe ich wirklich nie gesagt und ist es ja auch nicht. Es ist ganz legal. Man kann damit Geld verdienen, wenn man möchte. Ich möchte es aber nicht unbedingt. Erst wenn dein Kanal wirklich jetzt hier so dermaßen gut ankommt, dass Leute sagen, ist doch was Sinnvolles, verdien doch damit Geld, ja? Wenn jetzt das so andere Leute von mir behaupten würden, ich habe es verdient eigentlich auch, ja? Ich mache gute Videos, gute Let's Plays, erhalte nur positive Kritik aus irgendeinem Grund. Welcher wo, ja? Weil keiner einfach haten kann. Also wenn oder es einfach lässt bei mir. Wer mich persönlich kennt, der weiß, das ist auch gut, dass man es lässt. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier der Aggressivste und will hier so aufmucken, gell? Es ist einfach so, wer mich persönlich kennt, ich zeige keine Gnade und nichts gegen Ausländer oder sowas, ne? Aber man kennt es ja, zum Beispiel Türken, die sind ja aggressiv und um ehrlich zu sein, das würde mich nicht einmal jucken. Wenn es sein muss, dann kriegen sie alle auf einmal ab, ja? Und selbst wenn ich so dermaßen zusammengeschlagen werde, dass ich im Krankenhaus lande, ich kipp dem eine, wenn es sein muss, aber hart genug, dass er auch im Krankenhaus landet. Das ist möglich, habe ich schon öfters gemacht, mal öfters hingekriegt, ja? Also ich bin im Türken, aber halt an sich, auch bei Deutschen. Also ich mache da keine Unterschiede. Ich bin kein Rassist, kein Nazi, nichts davon. Also sollte mich einer wirklich so derbe belästigen, dass er mir wirklich auf die Eier geht, ja? Und man sagt ihm mehrmals, wie zum Beispiel das bei mir schon öfters der Fall war, gib Ruhe, du störst mich, und die machen dann mit Absicht noch weiter. Irgendwann ist einfach ein Limit bei mir erreicht, was mich zum Überkochen bringt. Und zum Beispiel einem habe ich schon Zähne aus dem Gesicht getreten, ja. Aber das war halt Notwehr, weil er mich fast erdrosselt hat. Aus irgendeinem Grund meint er, er müsse mich würgen, bis ich fast drauf gehe. Und dann meint meine Lehrerin noch, der Typ soll zur Polizei gehen und mich anzeigen. Und dann habe ich die Lehrerin ausgelacht und bin aus dem Unterricht gegangen, habe mich einfach mal abholen lassen. Weil ich einen Backen auf die hatte. Ja, so ist meine Lebensgeschichte. Und das ist der Grund, warum ich jetzt YouTube mache. Jetzt wissen es alle. Leider. Ganz schlimm für mich. Seitdem Bogen verzauber ich jetzt einfach mit ein bisschen niedrigem Level. Haltbarkeit ist immerhin etwas, dann hält er ein bisschen länger. Und dann, was bauen wir jetzt? Ah, genau, wir wollten ja unseren Berg hier fertig machen. Das heißt, da muss ich noch alles fällen. Das habe ich hier extra weggelegt. So. Vielleicht fragt so jeder, warum ich so Playlist-Musik im Hintergrund laufen lasse. Mir persönlich ist es wurscht, was man für Musik hat. Wer mich persönlich kennt, wie gesagt, der weiß es. Also, ich bin halt so ein Mensch, der nicht der ist, der sagt, Musik ist für mich wichtig. Ich höre ab und zu mal Musik, recht selten, aber also hängt von ab, was ich gerade mache. Wenn ich zum Beispiel zocke, so privat, ne? Oder keine Ahnung, irgendwas mache, weil je nachdem, wie ich gerade drauf bin, kann es sein, dass ich mal Musik gehört habe. Ja, zum Beispiel so, keine Ahnung, du hast eine Freundin, ja, und die macht einfach, du hast mit der jetzt, sagen wir mal, 3-4 Jahre zusammen, ja? Sagen wir mal, ja. Und du warst in die verknallt, die ist auch nicht mehr in dich verknallt, ja? Also Liebeskummer, war bei mir ist ja nicht der Fall, ja? Ich bin auch jetzt 15, ja? Ich weiß nicht, ob ich schon mit 11 Jahren eine Beziehung hatte. Ja? Ich hatte eine, habe aber selber Schluss gemacht, ja? Und zwar einfach, weil die mich gestresst hat. Ja? Ich spreche keine Person an. Ist auch noch nicht vor kurzem gewesen, ist schon auch ein bisschen länger her, ich glaube. Nee, war vor kurzem. War Sache. Ist jetzt genau... Nein, wir haben jetzt November, ein halbes Jahr her. Also sagen wir mal, ein bisschen länger her. Und die Person hat mich einfach nur angekotzt, ja? Auf Dauer. Am Anfang habe ich echt gedacht, boah, ist sie cool und so, ne? Kann ich halt persönlich schon ein bisschen länger aus meiner alten Klasse und so. Da war die auch immer nett und so, ne? Ja, kamen wir halt zusammen. Und dann stellte sich raus, das ist einfach nur... auf gut Deutsch, ja, würde ich jetzt eigentlich, also nicht... hier Frauen gegenüber sagen, ihr Schlamm, sondern so richtig Spasti war das. Ja, in Männersprache. Spasti.
Die war so drauf aus. Nur weil ich nicht im selben Ort wohne wie die, sondern die ein paar, ich glaube 30 Kilometer von mir weg wohnt oder so. Sogar ein bisschen mehr könnte sein. Ein Problem damit hatte, dass ich sie nicht täglich sah. Das finde ich schlimm. Also hat sie mich immer wieder darauf angemalt. Und dann habe ich gemeint, wenn sie weiterhin deswegen stresst, ist es aus. Was macht sie natürlich? Weiter stressen. Aus irgendeinem Grund. Und dann war es aus. Und dann haben sich ihre Eltern bei mir beschwert. Ja. Und genau das meine ich. Und zwar, genau sowas. Halt, wenn einer eine Beziehung hatte, ja, ein paar Jahre. Gut, bei mir war es ein halb. Wie lange war es? Gar nicht so lange. Ich glaube, 3 Monate. So ungefähr. 3, 2 Monate. Und dann gehen sie mir echt damit auf die Nerven. Und ja, wie gesagt, ist halt nicht mehr zu Spaß. Und wenn mir ein Mensch auf die Nerven geht, dann sage ich ihm das. Und dann habe ich auch einen guten Grund dafür gehabt. Also hier nicht einfach nur, ja, hab eine neue Freundin, tschüss, ne. So was mache ich auch nicht, das ist assi. Der Person gegenüber, man verletzt deren Gefühle. Oh ja, Daniel hier ganz, ganz, ganz social hier unterwegs, ne. Nein, aber mal ehrlich, ja. Und dann, man kommt dann so eben, ne, drauf. Und dann gab es da so Momente, da bist du einfach nur traurig, da bist du happy. Und wenn ich echt so richtig gerade depri drauf bin, aus irgendeinem Grund, ja, keine Ahnung, wie zum Beispiel jetzt habe ich gar keinen Sport, ne? Finde ich scheiße. Ich hatte in meinem Schuljahr jetzt bisher eine einzige Sportstunde, also wir haben halt Doppelstunde, habe ich bisher noch einmal Sport, war ich depri drauf. Bin ich immer noch. Ich habe einfach keinen Bock auf Schule, ja, vor allem freitags nicht. Wenn du dann in die Schule kommst, dann weißt du jetzt eigentlich Sport, 4 Stunden, ja? Ist zwar was Cooles. Ich bin jetzt nicht der Streber-Typ und sag, nur 4 Stunden, voll scheiße, ne? Wenn ich sagen würde, jetzt scheiße, meine ich aber nur damit, dass ich kein Sport habe, ja, aber über 4 Stunden freue ich mich auf jeden Fall. Also das ist für mich hier keine Ahnung, wie für andere vielleicht, keine Ahnung, wenn das ist so, als wenn das für Juden, ja, wenn ich freue mich so über Sport, ja, wie die Juden einfach gedacht haben, dass Hitler weg ist, ja, genau so. Die haben sich nämlich derbe gefreut und ich freue mich auch so derbe, wenn ich Sport habe, weil das eine meiner Lieblingsbeschäftigung ist, vorm Zocken sogar noch, mache ich lieber Sport. Das heißt, wenn mich einer fragt, hast du Bock rauszugehen, hier Fußball spielen oder sowas, im Sommer hängt von ab. Aber so Frühling, Herbst gehe ich immer raus, Fußball spielen, am liebsten. Also wenn dann so einer sagt, ja komm zocken, gell, dann sage ich einfach nur noch, ja klar, gerne, habe auch deswegen im Verein gespielt. Warum hört man auf? Weil man irgendwann weiß, man ist nicht der Profi, ja. Man wird es nicht, man will es auch nicht sein. Was ich mir auch zum Ziel gesetzt hatte, war zum Spaß spielen. Aber auf Dauer kommen halt gesundheitliche Probleme und ja, dann ist was das natürlich auch mit viel privatem Zocken. Ja, boom, geh weg, komm, Kuh drücken, nee, rein. Und ja, das war der Grund, warum ich mit Fußball aufgehört hatte, weil irgendwann hatte ich auch meine Mannschaft gestresst. Ja, da hast du nur so richtige Opferkinder drin, ja, die einfach meinen, die hätten es drauf, maulen nur rum und verlieren jeden zweiten Ball. Das ist doch scheiße, finde ich persönlich. Und das regt mich dann immer so auf, wenn die Menschen dann meint, die würden alles richtig machen und müssen sich dann über einen wie mich beschweren, der jetzt vielleicht, ich habe jetzt wieder gespielt im Verein. 3 Jahre. 3 Jahre. Und zwar ab der D-Jugend, ja. Ich hatte schon mehr Tore als Menschen, die seit 5, 6 Jahren gespielt haben, ja, oder länger. Und hat einfach viel, viel mehr Tore. Und die Menschen meinten, ich könnte kein Fußball, ja. Er war Stürmer, Ende. Rein da. Und zwar war ich Stürmer und er war Stürmer. Wir spielten beide. Ich war auch noch der Auswechselspieler für ihn, weil er halt mehr Erfahrung hatte. Ich spielte die letzten 10 Minuten aufgrund erstens Kondition. Die war bei mir noch nicht so übel. Er hat echt Kondition gehabt. Das musste ich natürlich zugeben. Wodurch er halt länger spielen konnte. Leider. Ein Nachteil schon mal für mich. Der mir nicht so gefiel, ja. Der zweite war, ich stand nur 20 Minuten auf dem Platz und hatte 7-mal so viele Tore geschossen wie er. Das ist doch krass. Vor allem im Training, ja. Da hat er mich so angekotzt, dass ich dem einmal so hardcore die Beine weggezogen habe mit einer Blutgrätsche und mein Trainer mich dafür aus einer Woche aus den Spielen rausgeholt hatte. Und zwar war dem sein Bein gebrochen und ich durfte eine Woche lang vom Trainer nicht mehr mitspielen. Ein bisschen scheiße, ich weiß. Und asozial dem gegenüber, aber das war mir in dem Moment so egal. Er hat mich einfach nur so aufgeregt, der Spaß. Er meinte, er könnte Fußball, sollte er sich aber erstmal anstrengen, mal überhaupt mal aufs Tor zu schießen, ja. Und da hat er versagt, meiner Meinung nach. Und war halt immer ganz lustig.
Aber an sich war das immer eine ganz coole Mannschaft. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit denen. Also, auch wenn wir sehr oft verloren hatten. Wir waren nämlich die in der untersten Liga, wie ist das, Kreisliga oder so. Ja, schon Kreisliga. Dann kam man in die Bezirksliga. Und da ging es abwärts, ja. Nicht mal ein Tor hatte ich in der scheiß Liga. Weil in der Liga einfach nur wir mit unserer ersten Mannschaft gegen zweite Mannschaften gespielt haben, ja. Gegen zweite oder dritte Mannschaften, die so abnormal stark waren, dass wir weinen konnten, dass wir überhaupt mit denen spielen müssen, weil deren ersten Mannschaft halt zur Hälfte einfach nur in der eigentlich Bundesliga reif war. Ja, aber die durften dann nicht spielen, weil die schon genug Leute hatten oder so, also durften die Bezirksliga spielen, hat sogar ein Torwart bei uns um ein bisschen Tor geschossen. Und das hat uns einfach eben so angekotzt, dass wir gesagt haben, wir wollen nie mehr Bezirksliga spielen mit unserer Mannschaft hier, weil wir sind zwar gut, Kreisliga haben wir immer dominiert, wir waren sogar Erster, zweimal und dann halt dieses eine Mal Bezirksliga, leider mussten wir das spielen, aber dann habe ich mich dazu entschlossen, aus der Bezirksliga wegzugehen und lieber in der zweiten Mannschaft zu spielen, gegen die größtenteils erst, also nur erste Mannschaften, die in einem niedrigeren Rang gezockt haben als die erste Mannschaft, ja, als die zweite Mannschaft. Also die zweite Mannschaften waren höher von denen als die erste Mannschaft. Und da habe ich mir immer gedacht, what the fuck, Alter, was ist das denn jetzt? Wieso spielen die in so und so einem Rang und sind aber von der Scheiße oder niedriger, ja? Und aber gegen die ersten Mannschaften haben wir dafür immer gewonnen. Und zwar aus dem Grund, weil da ja nicht immer die Besten spielen, ja? Sondern eher die ganz Schlechten, sagen wir es mal so. Und das war halt der Grund, warum ich größtenteils gut war und größtenteils unser Team so dominiert hatte. Und jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ah ja, genau, erstmal Bäume setzen, also Akazien erstmal setzen. Die gehe ich gleich nochmal separat farmen mit ein paar Eisenäxten, die ich verzaubern werde mit Lapis, und weil wir Level nicht brauchen. So, behalten wir uns das da mal als Lager einfach. So. Machen wir uns erstmal zwei. Nee, Lapis brauchen wir auf jeden Fall dafür. Also ich habe mir dann immer wieder so gesagt, komm Daniel, mach dir nichts draus. Du spielst einfach mal in der zweiten Mannschaft. Der Trainer hat sich natürlich auch so gefragt, ey, warum macht denn das jetzt, ne? Und dann habe ich halt mit dem geredet und habe dann halt gesagt, mich kotzt es einfach an, dass deren Liga höher ist, also die zweite Mannschaft oder so immer stärker ist als unsere in der Bezirksliga. Ich krieg kein Tor hin oder sowas. Und das hat mich einfach nur angekotzt, das sich anzusehen, wie unser Team einfach durchgehend am Verlieren war. Und dann hat er gesagt, ja Daniel, ich kann nicht verstehen, und hat mich dann auch in die zweite Mannschaft versetzt. Fand ich auch nett von ihm. Also er hätte es ja nicht tun müssen. Er hätte auch sagen können, nee, du bleibst in der und der Mannschaft, weil du den und den Skill hast. Und dann du dort zu gut wärst oder zu schlecht und so eine Scheiße, ja. Also habe ich mich einfach für das zweite Jahr einfach mal ein bisschen krank geschrieben von ihm, halt erstens eine Woche rausgeholt gewesen und so. Habe halt drei Viertel der Spiele nicht mitgespielt auch noch, ja. Und war trotzdem einer mit den meisten Toren. Zwar oft verloren, aber mit den meisten Toren im Team in dieser Saison gewesen, in der Saison. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir ja schon so ein scheiß Team haben, spielst du aber zweite Liga mit denen, die neu hochkommen, also größtenteils, waren das alles, ich bin jetzt 99er, logisch, mit 15, und das waren 2000er meistens, ja. Und ich kam, hatte auch ein paar aus meiner ehemaligen Schule, weil ich habe jetzt die Schule gewechselt, ich bin ja umgezogen und so, und also vor ein paar Jahren, drei Jahren ist das jetzt her, da bin ich umgezogen und habe die dann größtenteils wieder getroffen, ne. Klar, ganz cool auch so. Und dann halt auch mit denen viel gequatscht. Und dann baut man so eine Art Bindung auf zur Mannschaft, ne? Und das waren dann so alles, halt, die wohnen alle 20 Kilometer von mir weg und so. Aber habe ich mich trotzdem, mit denen kam ich besser zurecht aus denen, die bei mir hier im Dorf wohnen. Ja, ich wohne in dem Dorf. Oh Gott. Und ja. Oh Gott, das ist bei einer Verschluck an Luft. Ja, und ja, mit denen habe ich schon immer gerne gespielt und so, Fußball, alles, auch hier im Dorf, klar, weil wenn man im Fußball spielt zum Beispiel, ich finde, der Großteil im Dorf ist eh geistig gestört irgendwie, also meiner Meinung nach, benehmen die sich jedenfalls so extrem. Und da habe ich immer gefragt, ne, warum die sich so benehmen, ja, der eine mal ein Shisha wäre cool und das wäre cool, und ich finde einfach nur, sowas ist unnötig. Und wenn man sich schon so zukifft wie der Großteil in meiner Schule, ja, zum Beispiel habe ich hier eine Paraklasse, die besteht bis auf vier Leute, sind alle Raucher. Und das ist eine Klasse aus 20 Leuten, also rechnen wir hoch, 16 Leute rauchen von 20. Das ist eine krasse, ja, ich wollte gerade KD sagen, ja, ist einfach nur eine krasse Anzahl, was ich übertrieben viel finde für so eine Klasse. Und ja, der eine springt den anderen zum Rauchen und so eine Scheiße kennt man ja, ne?
Und genau so, solche Klassen hasse ich eigentlich, wo dann diese Leute sind, die meinen, die werden mit anderen befreundet, nur weil die rauchen. Wenn ich zum Beispiel zur Schule gehe, muss ich am Bahnhof vorbei, ja? Und dann siehst du da einfach nur, wie ganz viel, also nicht Hauptbahnhof, ja doch, der Hauptbahnhof, das ist halt so eine nicht sehr große Stadt. Und da wollen die halt alle hin, ne? Also da müssen wir immer vorbei, und da stehen immer die Kiddies, ne? Mit ihren Kippen in der Hand und so. Passiv rauchen ist natürlich auch in. Und da müssen wir halt immer dran vorbeilaufen an diesen ganzen Kiffern da, ja. Der Weg ist vielleicht 3, 4 Meter breit. Und da sitzen stehen, wie viele Kinder, die rauchen. Bestimmt 30 mindestens, ja. In einer Gruppe da. Und Erwachsene, die rauchen natürlich. Und da stehen Leute, die rauchen. Und dann erzählen die uns, die würden nicht rauchen halt. Wenn die dann in den Unterricht kommen, was sagt der Lehrer? Du stinkst nach Zigaretten. Ja, ist mir aber scheißegal, hock dich in den Unterricht, ne. Das interessiert die Lehrer bei uns gar nicht. Das ist eine Rauch. Und dann meint unsere Lehrerin, Deutschlehrerin, oh ja, die mag ich auch sehr. Meint die zum Beispiel, jo, klar, wir müssen mal das Thema Rauchen haben. Und dann so, ja, ich bin ja selber Raucherin. Und klauen musste ich ja nicht, ne? Also als Thema für kleine Jugendliche, ne? Ich so, ja, aber Jugendliche verdienen noch nicht ihr eigenes Geld. Ja? Die haben nicht hier ihre 3000 Euro netto. Die gehen ja wohl eher klauen, weil wenn die nur 500 oder 50 Euro Taschengeld bekommen, ja, die gehen da schon eher klauen. Die so, was, ich habe ja auch als Kind geraucht. Ja, kein Wunder, warum sie sowas als Thema aussucht, ne? Und dann meint die soll uns warnen vorm Rauchen, wenn die es versucht, auch noch uns beizubringen und so eine Scheiße. Also, ist ja natürlich ganz komisch hier. Und jedenfalls, in meiner Fußballmannschaft waren auch einige Raucher dabei und die hatten auch null Konditionen. Das fand ich immer behindert. Die standen dann so auf dem Platz, ne? Und dann so in der Halbzeit erstmal eine Kippe angezündet, ein bisschen gequalmt, ja, und dann waren sie fertig. Ja, für das Spiel, ja, da mussten sie auch schon raus. Weil einfach der Lunge schon so zugeraucht ist, was ich überhaupt nicht leiden kann an Menschen, die meinen, die müssen rauchen, ja, oder kiffen oder qualmen, paffen, was auch immer. Ja, ist mir egal. Wie auch immer es bei euch ausgesprochen wird, ja. Es gibt genug Begriffe dafür und ich finde einfach persönlich, man zahlt für etwas, was einen umbringt. Warum? Ohne Witz, warum? Wie seht ihr das? Also würdet ihr für euren Tod Geld bezahlen? Also ich kann mich auch mit dem Messer stechen, dann bin ich schneller tot. Spar mir später den Krebs auf, ja. Lungenkrebs, was weiß ich, oder Sauerstoffmangel. Ja, kann den Beruf nicht mehr richtig ausüben. Ich sitze einfach nur noch am Dauer qualmen, Alter. Geldschulden ohne Ende, nur wegen Rauchen. Ja, weil Rauchen schon auf Dauer sehr, sehr viel kostet. Also mein Klassenlehrer rauchte bis zu 2, 3 Päckchen am Tag. Und da meinte eine Lehrerin, der würde nicht viel rauchen, ja. Haben wir mal gefragt, wie viel er denn braucht. Ja, so 2, 3 Päckchen ist aber noch ganz in Ordnung, ja, für ihn. Boah, wir haben einfach nur gedacht, was ist das denn für ein Lehrer, ja. Das ist auch kein Unterricht. Er kam bei uns in den Unterricht, hat nach 5 Minuten schon gesagt, Unterricht beendet, ich brauche eine Rauchpause, ja. So war das ungefähr bei uns und es ist immer noch so mit unseren Lehrern, dass sie einfach manchmal sogar Rauchpausen einlegen. Und aus dem Grund einfach, die krassesten Vorbilder haben natürlich, es sind ja immer die Lehrer, ne? Und denen ist das doch egal, was sie machen. Die können nicht gefeuert werden. Es ist nicht möglich, dass so ein Lehrer wegen so einer Scheiße. Na, das ist nur ein Zombie. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, Hexe, jetzt wird's wieder spannend. Aber ist ja nicht der Fall. So, jetzt wieder essen, ein bisschen Steak. So, wir haben jetzt wieder 24 zusammen. Okay, das kann man natürlich brennen. Spinne. Fahren brauchen wir auf jeden Fall viele. Fäden. Wie auch immer. Meinen wir mal die Monster. So. So. Boah, das sieht aus wie so Thaddäus Haus oder so. Voll geil. Auf jeden Fall. Fußball ist ein Sport, der macht viel Spaß. Handball, Basketball spiele ich alles gerne und mit meiner Größe, ich bin jetzt 1,90 m ungefähr groß, kann ich ja bald ja auch den Dunking, also in der Schule, bin ich schon am Netz dran, ja. Mit natürlich enormen Springen, also hier Michael Jordan noch nicht, aber, oder wie auch immer der heißt, ich glaube, der hieß Michael Jordan. Ey, hast du ein verzaubertes Schwert? Alter, gibt er mir ein Handy? Gibt er mir einfach so ein Handy? Aber hast du kein Benehmen, hä? Das musst du dafür leiden, okay? Nee, mit dir lege ich mich nicht an. So, die Schädel. Noch ein Bogen.
Gib mir deine Waffe. Jawohl, der hat's droppen lassen. Nein, nicht so ein kleiner Zombie. Nicht du, Bösewicht. Oh nein. Oh nein, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. So, was war auf dem Schwert drauf? Nemesis der Gliederfüßer. Ja, okay. Ist akzeptabel. Akzeptabel. Gehen wir mal das Schwert da rein und das Schwert da rein. Was bekommen wir? Schärfe und Rückschuss. Okay. Behalten wir sogar mit Verzauberung und bessere. Equipment, komm, gib mir deine Rüstung. Ich wüsste gerne, was du hast. Sollte meine Eisenrüstung verrückt gehen, besser. Ah, nur den Goldhelm. Ich glaube, du hast Dorn drauf. So. Dich hätte ich schon auch getötet. So. Mal dahin. Dann schießen wir noch kurz meinen Bogen auf die Skeletons. Na, wunderst du dich nicht, warum deine Kameraden gerade gestorben sind? Zack, zack. Okay, ich hab gerade gedacht Standbild. Aber kein Standbild. Nee, bist du behindert, ey. Du kannst nicht zum Enemy schießen, ja. Zack. Ey, der trifft echt jeden Fall, kann das sein? Wie ich einfach nur Bögen mit Haltbarkeit kriege. So, ich sollte mal was essen, bevor die mich hier lowlife schießen, ey. Eine harte Nacht mal wieder. Ich sollte mal die Farm ausleuchten. Machen wir auch gleich. Nämlich pennen war. Ich glaube nämlich hier spawnt immer mehr. Leute, die spawnen ernsthaft in der Farm? Was fehlt denn da? Bist du ein Affe, Alter? Ist doch nicht dein Ernst. Egal, ich gehe. Da war ein Enderman, habe ich zum Glück nicht angeguckt. Ach du Scheiße, ist das knapp. Normalerweise müsst ihr jetzt verbrennen. Das ist ja Tag. Ah, nee, die verbrennen ja nicht, die Creeper. Bewegst dich mal zu mir hier. Dankeschön. Hm. Da ist aber irgendwas nicht richtig. Ich weiß auch, wie ich Haltbarkeit 2 auf dem Boden bekomme, indem ich beide Bögen hier kombiniere. Haltbarkeit und Haltbarkeit ergibt Haltbarkeit 2. Und den hebe ich mir dann auf und dann haben wir wieder die Hälfte neu aufgebaut. Ne, die Milch bald. Ich, ey. Wer weiß, vielleicht gehen wir hier gleich nochmal drauf, ey. Das riskieren wir mal lieber nicht. Moment, Moment, Moment. Gleich in den Ofen. So wie sich's gehört. So, ein bisschen mehr Essen jetzt. Wo sind die Setzlinge dann jetzt? Da sind die Setzlinge hin. Jo, da pflanzen wir die hier mal ein bisschen unten an. Weil wir wollen ja auch unser Haus endlich mal fertig bekommen. Ja, natürlich 2 Hexen, Alter. Ihr schießt mich nicht diesmal lowlife, ey. Ja, leck mich am Arsch, ey. Oh Gott, wo ist mein Pfeil hin? Ich muss hier irgendwie ins Wasser schießen. Oh Gott, nein. Ihr trefft mich nicht. Ihr trefft mich nicht. Oh Gott, wir haben es überlebt, Leute. In der letzten Folge könnt ihr mal sehen, was passiert ist. Müsst ihr euch angucken. Auf jeden Fall, das Ende war ganz spannend, Alter. Also, wer da abgeschaltet hat, ey, guck's dir nochmal an, Junge. Dann hast du alles richtig gemacht in deinem Leben, weil das war das knappeste ever. So knapp war nicht mal den das Ende. Und wir sehen ja gerade, wir spielen hier noch weiter. Also ist ja nichts passiert, ist ja Hardcore-Modus. Und das ist hier nichts gecuttet oder so. Also keine Angst, ist keine Aufnahme verloren gegangen da währenddessen. Und ich fand das Ende wunderbar, Alter. Das war das perfekte Ende, wenn man es so nennen darf. Besser hätte es nicht laufen können. Also ich war überrascht, wie das Ende ausging. Also es war echt knapp. Und das war natürlich der fatale Fehler. For my life, ey. Ich habe gedacht, das war's. Aber ich liebe noch. Da haben wir wieder mehr Eisen getroppt. Nein. Irgendwas ist da, glaube ich, kaputt. Und Leute, das möchte ich jetzt überprüfen. Sorry, aber ich kann mich nicht hochbauen und jedes Mal Blöcke abbauen. Also ich wüsste gerne, ob meine Villager überhaupt noch da sind. Okay, ihr lebt noch.
Ups, jetzt haben wir kein Zuckerrohr mehr. Egal. Zuckerrohr haben wir ja noch in den Truhen. Ja, aber wo spawnen die denn? Wo ist denn die Beleuchtung nicht so extrem gut? Hier habe ich sie vergessen. Oder? Ja. Okay, Leute, das muss ich jetzt auf jeden Fall nachholen, sonst ist meine ist die Eisenfarm kaputt. Und zwar, wo sind die Fackeln da? Also, sorry, aber das muss sein. Ich kann mich da hochbauen, das wäre wieder enorme Arbeit für mich. So, dann machen wir das hier nochmal kurz fertig, ja. Nein, da kommen keine Fackeln hin. Das ist der Grund. Ich glaube, die spawnen hier einfach und springen dann da runter und begehen Selbstmord. So, das hätte man dann geschafft, ja. Und dann entfernen wir das einfach jetzt gerade und den Block da auch. Boah. Kann sein, dass deswegen da einfach nicht spawnt. Also ich hoffe, es lag nicht daran. Oder ich hoffe es eigentlich, weil irgendwie gar kein Eisen hier reinkommt. That's not good, okay? It's not good. Das geht sogar effizient, indem man 4 Stück aufbaut, ne? Sich in die Mitte stellt und einfach AFK ist und sich einfach einbaut oder so. Soll das anscheinend gehen, dass dann genug spawnt, dass man so eine fette Eisenfarm danach hat. Soll so krass sein. Wir haben aber echt viel Eisen. 6 Diamanten haben wir noch. Okay, fangen wir an mit den Hausplanungen, okay? Den einen Baum, da nehmen wir noch mit und dann gucken wir mal, womit wir bauen, wie wir bauen. Cobblestones muss ja auch noch farmen gehen. Wir werden uns, glaube ich, keine neue Mine graben. Und wenn, dann grabe ich mich jetzt hier gleich durch, ungefähr. Wo unsere Mine enden soll, mit einem Eingang, glaube ich. Oder? Nee, das wäre jetzt echt zu viel mittlerweile. Also, okay, fällt aus. Wenn, dann graben wir uns eine neue Mine hier irgendwo. Da entlang oder so, einfach neu runter jetzt gerade. Wir haben ja noch gerade oder Zeit. Ich weiß es nicht, Leute. Ich gucke zu selten auf den Timer. Ne, 42 Minuten, Leute, das war's. Das war wieder eine übertrieben lange Folge. Ich hoffe, ihr guckt euch es komplett wieder an. Also ein Dankeschön an alle, die das Video hier alle 42 Minuten durchgeguckt haben. Also ohne zu hier zwischendurch auszumachen oder sowas. Ich erlebe das oft in 15 Minuten Videos. Also. Das ist vielleicht nicht die optimale Länge für euch, dass ihr da einfach abschaltet, aber naja. Ich hoffe, das ist bei euch nicht der Fall so. Es gibt Menschen, die gucken komplett und wünschen sich sogar längere Folgen. Also haltet euch mal bitte dran, guckt die Videos komplett, die sind immer spektakulär, immer passiert was. Und ja, damit verabschieden wir uns. Also drückt den Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und kommentiert natürlich das Video, was ihr gehalten habt, über die Themen, die ich gerade so ein bisschen erzählt habe und... Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mir weiterhelfen wollt. Und da ist auch wieder ein Golem zum Schluss der Folge. Ganz lieb von dir. Dafür mögen wir dich. Ich nenne dich Peter. Einfach Peter. Ohne wirklichen Hintergrund. Also hier nichts mit. Also klar, es hat einen kleinen Hintergrund. Aber ich habe nichts gegen den Peter, außer gegen meinen Klassenlehrer. Der hieß Peter. Und weiter sage ich nichts, ja, also wer ihn kennt, ne, sollst du das Video jemals sehen. Du, ja, du, bist zwar in Rente, ja, aber ich habe auch früher dich gehasst. Und ich hasse dich immer noch und das, ich werde dich mein Leben lang hassen. Und ich hoffe, ich begegne dir nie wieder. Also das wäre übel. Ganz ehrlich, am liebsten hätte ich ihn für das in den Knast geschickt, was er mit mir angestellt hat. Er hat mich gequält in der Schule. Er hat mich gemobbt. Ja, er meinte, ich wäre scheiße im Zeichnen, auch wenn ich es bin. Er bewertet zwar ein Bild, ja, aber nicht nach sozialem Wesen. Aber ist ja egal, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Und ja, haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss.